Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Ja, natürlich in der Seemaschine, wo sonst, ne? Also angesehen, wir müssen noch reichlich, alle vier Seemaschinen laufen aktuell wieder. Ja, die Ladung Hanf, was ich gestern sagte, ist natürlich verkauft, ist klar. Und ja, das Geld ist trotzdem weniger. Ja, warum? Weil ich habe mir wirklich noch Feld 75 gekauft, hier drüben. Und da ist aktuell ein Kartoffelroder unterwegs mit zwei Abfahrern. Einer fährt zu Garkel, der schafft die Kartoffeln in die Futterfabrik und der andere bringt sie zum Hof. Das reicht aus mit den zwei Abfahrern, also der Ertrag ist dort jetzt nicht so ergiebig. Ich hoffe mal, dass wir die 200.000 Fünfer Garkel zusammenkriegen. Das sollte aber eigentlich funktionieren. Ne? So, hier müssen wir noch Vorgewände machen, dass der Standardhelfer, wenn er dort unten ist, dann die andere Bahn fahren kann. Ja, und dann habe ich noch eine Düngerproduktion gebaut vor der Nacht. Die ist auch beliefert. Weil ich denke mal, mit der einen Düngerproduktion werden wir nicht reichen. So, der Düngerstreuer muss immer nachgefüllt werden, wenn der ein Feld fertig hat. Ja, die Seemaschinen, die brauchen Dünger. Klar waren 400.000 im Lager drin, aber das nimmt auch ganz gut ab. Ne? Die Seemaschinen müssen sich auch öfters befüllen. Ach, jetzt habe ich noch was vergessen. Das wollte ich eigentlich vorhin auch noch losschicken. Und zwar stehen ja unsere Fendt mit den Ladewagen noch drüben. Die muss ich auch gleich nochmal losschicken, dass die eine Tour fahren. Dass sie sich nochmal Saatgut und Dünger holen. Eine Saatgut könnte reichen. Wir müssen hier drüben bloß noch Feld 71 sehen wir ja Sonnenblumen an. Das andere soweit, gut, 75 muss dann auch angesät werden. Da muss ja erst gepflügt werden. Flug steht zwar schon dort, aber da müssen wir mal gucken. Also, na doch, könnten wir eigentlich beide losschicken. Ich meine, es geht uns ja nicht verloren, wenn es ein Überladewagen drin ist. Es ist halt dann nur ein Überladewagen. Ne? Wir könnten es ja auch zurück ins Silo kippen, wenn wir es brauchen. Meine zweite Saatgutproduktion mal sehen. Also weiß ich nicht. Wir dürfen dann unsere Saatgutproduktion bloß nicht so arg vernachlässigen. Also das, da müssen wir gucken. Ich denke mal, wir werden aber auch noch eine zweite Pflanzenschutzmittelproduktion brauchen, könnte ich mir vorstellen, denn die Plantagen, die brauchen ja gut Dünger und die brauchen gut Pflanzenschutz. Ne? Dünger reichlich, also Dünger ja mehr wahrscheinlich wie Pflanzenschutz. Ne? Aber schauen wir mal, wie sich das einpegelt. So, er kann jetzt hier das Feld fertig machen. Hier vorne auf Feld 40 ist einer unterwegs, der macht Reis. Ne? Sieht man das hier in der Übersicht genau. So, Kaffee ist alles fertig. Drüben, das ist alles fertig angesät. Das müssten wir doch eigentlich sehen, wenn wir aufs Wachstum gucken. Ne? Und wir sehen nichts, doch sollte umschalten. Genau sieht's aus, also wir sind schon richtig gut dabei. Ne? Wahrscheinlich zieht auch gerade wieder Wachstum übers Land, so wie das aussieht. Ne? Da wird natürlich Unkraut nicht lange auf sich warten lassen. Hier drüben dürfte es überall keinerlei Unkraut geben, das ist gespritzt. So sieht's auch aus, ach so, genau. Unser Düngerstreuer, den müssen wir auch gleich losschicken, der steht hier an der 90. Der braucht man noch flinken Kurs. Und dann kann der natürlich hier weitermachen. Der kriegt bloß einen hier mit einem Vorgewände und scharfer Ecke. Und das war's. Mehr braucht er nicht. Das bin immer so ein bisschen hinhergerissen, ob ich speichere oder nicht speichere. Aber das ist eben so schnell generiert, hier der Düngerkurs, weil der ist nicht. Und dann schicke ich ihn ja zum anderen Feld. Ne? Da fährt er wieder über die Düngerproduktion sich beladen. Es wird jetzt zwar was produziert sein. Gehe ich mal davon aus. Da habe ich jetzt erster Wegpunkt drin. Ja. Sollte er ja anfangen zu düngen. Dann müssen wir natürlich auch gleich mal noch die Rubicon losschicken. Die steht hier an der 63. Und hier ist noch kein Wachstum an der 63. Das wundert mich jetzt so ein bisschen. Ne, die haben alle, glaube ich, noch keinen. Doch, das müsste doch erste Wachstumsstufe sein. Egal. Er muss trotzdem hier düngen. So, 63. Achso, der hat noch von letztem Mal das alles so drin. Weil der hat ja jetzt die 90 noch gemacht. Und nachdem die Seemaschinen fertig waren und er da drüben fertig war, hatte ich dann hier die Nacht übersprungen. Ich habe auch die letzten 105.000 Liter Raps nochmal Richtung Westen zur Düngerproduktion gebracht, zur Düngerproduktion. So geht's los, ne? Und ja,
Mal gucken, das müsste eigentlich vor der Nacht noch angekommen sein, oder? Dann noch unterwegs mit den Raps? Nee, da müsste eigentlich... Weil ich hatte mir dort den Kompost weggeholt für... Die verfärbt sich nicht, ne? Hoffentlich funktioniert das dann. Ja gut, wenn nicht, müssen wir es nochmal spritzen. Dann Lehrgeld, was wir zahlen, ne? Genau, hier drüben die Fendt, die sollten nochmal... Die stehen hier sozusagen seit Samstag-Stream hier. Okay, die müssen hier einen Abholkurs kriegen. Und zwar überladen. Ne, abholen, abliefern. Und zwar fällt 72 Treasure. Dass er wieder hier steht. Und beladen solle sich ein Hof an Hilltop nicht. Wir brauchen Johnson Farm. Und zwar hier soll er sich beladen und dann kann er hier mal eine Runde los. Bis er wieder da ist, müsste eigentlich auch die Sämaschine auskommen mit dem, was sie drin hat. Drin wächst schon Raps, das ist gut. Wir brauchen viel Raps. So, 25.000 Liter Saatgut. Achso, die standen auf Abfahrer. Na, ist egal, wir können sie trotzdem hier zu Treasure 72 schicken. Treasure 72 haben wir ja den anderen genommen. Natürlich brauchen wir einen wir brauchen einen Ausladepunkt Treasure 72, so wird ein Schuh draus. Und hier wollen wir uns beladen an Johnson Farm beladen. Dort wollen wir uns beladen, natürlich mit Saatgut. Kann ja auch erstmal hier eine Runde los. So, das ist erledigt. Sämaschinen laufen. Ja, ja. Müssen wir fast eine Checkliste machen oder irgend sowas, ne? Aber ich denke mal, das kriege ich vielleicht auch noch so hin. Also wieder komisches Muster hier mit Wachstum, ne? Wahrscheinlich kommt das... Ach ne, jetzt hat sich's ausgeglichen. Okay. Aber jetzt haben wir doch eindeutig hier unten nicht mehr erste Wachstumsstufe auf der 63. Ja doch, es steht ja auch schon ein bisschen was da, ne? Weil das ist ja hier, wir haben wir Erdnüsse angepflanzt oder gesät oder wie auch immer, was man mit Erdnüssen macht. So, ich will jetzt nochmal hier hingucken. Hier sind irgendwo, hier dazwischen sind irgendwo eine neue Düngerproduktion entstanden und da steht noch der ein oder andere LKW rum, weil geht ja nicht alles rein an Kompost, gibt man nochmal aus. Die restlichen 33.750 kippt man die andere Düngerproduktion, auch was man jetzt an Gülle nicht loswerden, das kippt man auch hier vorne rein. Oh, hier ist sogar Dünger wieder voll oder Nacht geworden. Gut, hätten wir vielleicht doch nichts gebraucht, oder? Jetzt geht nicht mal der ganze Kompost rein. Warum denn das jetzt nicht? 6.000 Liter und das war ins Lager. Ja, aber besser man hat, als man hätte, ne? Ja, wenn wir mit dem Ansehen durch sind, dann können wir echt drüber nachdenken, was wir dann produktionstechnisch weitermachen. Sprich, also was heißt nachdenken? Definitiv Glasfabrik drüben, ja, sind wir ja 7,1 Millionen los. Sei denn, es wurde, die Grundstücke wurden günstiger gemacht, auch beim letzten Kartenupdate. Achso, ich habe jetzt auch die Karte aus dem Update 31 geladen und da ist, wie gesagt, hier drüben muss ich mal noch die ganzen Strecken ändern. Ne? Hier drüben die ganzen vielen Weinberge sind alle weggefallen. Es gibt dann hier nur noch einen. Bei mir steht zwar hier komplett im Gras. Weiß ich nicht warum. Also hier hat es irgendwie die Textur wahrscheinlich nicht so richtig genommen. Keine Ahnung. Gut, müsste man es dann halt planieren. Und hier, denke ich mal, wird man die Sachen alles auffüllen müssen. Wir brauchen hier auch Dünger, ne? Kalk, Herbizid und Kompost. Also Pflanzenschutzmittel und Kompost und produzieren dann hier unten die 6 Sorten Wein nach wie vor. Also das hat sich nicht geändert. Also 6 Sorten sind hier drüben, stehen dann, hier sieht man die einzelnen
Metallsilos, wenn man mal ein Stück rüber geht, genau, und das sind so die einzelnen, wahrscheinlich 6 Stück sind das, 1, 2, 3, 4, ich glaube hinten stehen noch welche, ne? Jeweils eine Sorte, ne? Weiß nicht, die großen Tanks hier wahrscheinlich, hier muss bestimmt richtig viel Wasser her, wir können es leider nicht aufrufen, weil das Grundstück gehört uns nicht, also hier kommen wir nicht rein ins Menü, also, ja. Ist auch momentan nicht so Zielstellung. Zielstellung ist eigentlich hier Corning Glass zu kaufen, ne? Und da nach wie vor 7,2 Millionen, ne? Das ist natürlich ganz schön fettig, ne? Aber müssen wir durch. Müssen wir haben, um Dell zu bauen. Das ist so Corning Glass, dann Dell und dann wahrscheinlich, oder wir brauchen dann auch noch entsprechend hier oben die Cooper by Design, ne? Die Kupferfabrik, um Draht herzustellen, und dann können wir eine Ölpumpe bauen, um eventuell mal Rohöl zu fördern, was wir unten in der Raffinerie brauchen, ne? Das ist, und dort noch Diesel herstellen können, ne? Weil ich denke mal, unsere zwei Dieselproduktionen, die sind eben wirklich auch ausgelastet, wenn wir überhaupt genug Raps ran schaffen können. Das ist so mein anderes Bedenken, dass wir nicht mal genug Raps haben, um die überhaupt zu bedienen, oder Sonnenblumen, wie auch immer, ne? Ich würde sagen, warum wird der hat das nicht abgetankt? Doch, das funktioniert. Wie viel geht denn jetzt hier noch rein? Okay, ist gleich voll. So, wie viel kriegen wir noch in die andere rein? Lassen wir die auch gleich mal auffüllen. Saatgut, ja. Saatgut mache ich erstmal nichts weiter. Also Saatgut bin ich guter Dinge, dass das reicht. Oh, 52.000, dann können wir ja gleich noch einen LKW voll holen hier. Ein Kuhstall war leer mit Gülle. Ja, das kommt noch erschwerend dazu, ne? Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir haben zu viel Gülle, ne? Aber sonst könnten wir auch noch Gärreste entsprechend generieren, indem wir Silage in die BGA bringen. Fermenter ist ja auch voll, hier eine Million Silage drin, also. Also am Material scheitert es eigentlich nicht. Maximal an Arbeitskraft, ne? Wenn alles mit Auto 3 fahren lassen, ich glaube, das kann man auch nicht alles einstellen immer. Ich überlege schon, ob ich überhaupt die zweite Düngerproduktion hier anbinde oder ob ich die bloß manuell beliefere, aber ich denke mal, ich werde sie anbinden. Ich meine, hier so wie hier drüben die Pflanzenschutz steht, passt dort eigentlich noch eine hin. Das habe ich auch mal geguckt, das sollte gehen. Deshalb war auch davon das Grundstück eigentlich frei geblieben. Oh, das wird hier einen kleinen Schlauch ausgeladen, ne? Ich meine, wir können ja ein Restgülle, was wir nachher nicht hier reinkriegen, können wir ja dort lagern, beziehungsweise können wir es im Fass lassen. Wir müssten dann wahrscheinlich auch hier das Dieselfass dran machen und den Dieselfahrer wieder rüber schicken. Selbst auch Zuckerproduktion sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Eventuell müssten wir dort auch nochmal Zuckerrohr hinfahren. Rüben haben wir ja leider aktuell nicht. Also nicht viel. Oder keine mehr. So richtig. Ich glaube, wenn man darauf wartet, dass das Fass leer wird, dauert es noch länger. Meine, klar, könnte man. Gut, wo brauchen wir überall Gülle? Wir brauchen Gülle hier bei. Ja, eigentlich nur bei Dieselproduktion. Woanders brauchen wir ja keine, ne? Jetzt könnte man ja natürlich auch sich Autotreibordner machen, rotierend beladen, rotierend entladen. Dass dann immer einer fährt mit einem kleinen Fass. Geht alles, klar. Aber wenn dann links in der Spalte, was weiß ich, 20, 30 Fahrzeuge unterwegs sind. Dann streikt wahrscheinlich der LS. Könnte sein. Muss nicht sein. Könnte sein. Weiß nicht, warum dann B-Laden. Hier 135.000 sind noch drin. B-Laden geht eigentlich gefühlt schneller wie die 70.000 ausladen. Ne? Das, wenn ich ihn jetzt natürlich da vorne hinschaffe, dann gut, müsste ich andersrum ranfahren. Nicht, dass der eine Sämaschine blockiert, weil die beladen sich ja auch dort. Ja,
Ja, wie gesagt, dann muss hier noch Feld 11, 13, 38, 39 und die hier drüben. Dann sind wir durch mit der Ansaat. Werden wir definitiv heute einen Ingame-Tag schaffen. Ne? Dann hier unten sind immer noch so ein paar interessante Sachen. Also von der Feldgröße her, ja. Aber ich glaube, von der Frucht, was drauf ist, ist es nicht unbedingt eine Soja, ja. Nicht wirklich. Das andere war jetzt doch ja, die 83, die Zwiebeln ernte ich dort nicht. Und 77 die Kartoffeln auch nicht. Das ist mir dann doch, ja, würde gehen, klar, aber ja, nee. Was ist nur das neben den Kartoffeln auf der 76? Das sagt mir überhaupt nichts. So rein farbtechnisch. Ach, das ist Gerste. Ah, das ist dann auch wieder eine Gerste. Ne, wir brauchen Weizen beim Bäcker, ne? Naja, gut. So, das Güllefass ist mittlerweile voll geworden, ne? Lange genug woanders drum geguckt. Machen wir das nochmal in unsere andere Düngerproduktion, den drehen wir aber um, wie gesagt, dass wir unseren die Sämaschinen nicht behindern, wenn sie wirklich herkommen, obwohl die sind alle voll zum Feld gefahren. Obwohl, ja, auf das, nee, da macht der 18, weiß ich nicht, mit Gerste könnte reichen. Der andere ist ja drüben unterwegs und der Roggen, der Roggen ansieht, das reicht auf alle Fälle. Und der mit dem Reis, das müsste theoretisch auch reichen. Wir stellen ihn mal hier so schön an die Seite. Er kann es hier rausplätschern lassen durch das dünne Schläuchchen. Ja, Pflanzenschutz ist natürlich auch über die Nacht wieder voll geworden. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass so richtig Not an Mann wäre, aber es könnte eben sein, es reicht nicht. So, hier unsere Sämaschine mit Gerste, die ist ja gut unterwegs, ne? Also die Sämaschine hat ganz schön hohen Verschleiß, finde ich ja. Die habe ich zwischendurch schon mal repariert. Hier wurde Garage. Und ich glaube, bevor sie das Feld angefangen hat, oder? Na, ist egal. So, hier gibt es Kartoffeln, die kommen an den Hof. Oh, das ist, da wird doch gleich. Warum will er hier über den Abfahrer? Die fahren doch eigentlich Drescher. Weiß ich nicht, warum er über einen Abfahrerpunkt fährt dann. Da stimmt hier wieder irgendwas nicht mit der Strecke. Nee, wir sind doch schon oft hier mit den LKWs schon lang gefahren. Die fahren das uns auf der Straße. Aber er hat schon ordentlich was geschafft, unser Kartoffelroder. Ne? Er macht die Wände nicht so ordentlich sauber hier. Wenn wir mal hingucken, das gefällt mir eigentlich. Warum er das so macht, weiß ich nicht. Also es ist ein normaler Kurs mit, mit 6 Vorgewänden. Aber er fährt komisch hier hinten. Immer setzt er komisch an. Aber das können wir verschmerzen. Das ist schlimm. Ja, ich denke mal 3 Hänger, 4 Hänger. Mehr ist das nicht mehr, was hier drin ist. Aber das passt schon. So, dann habe ich auch. Achso, er ist hier zurück. Genau, der hat das Dings abgegeben. Achso, gleich bei den Tieren müssen wir doch auch wieder sauber machen, oder? Naja, 61%. Das geht noch. Genau, hier wollte ich noch was verkaufen. Wir haben ja hier noch nichts verkauft bei Heartland. Ist komplett voll. Meine Lager haben wir noch nicht für die Produkte. Deshalb werden wir es erstmal verkaufen. Es sind überall 60.000 Liter drin. Ne? So, und müssen bloß mal gucken, wo wir jetzt praktisch das Brot hier überhaupt loswerden. Und generell mal gucken, zu was vom Preis. Ne? Eigentlich zum, also wir verkaufen es definitiv nur zum Höchstpreis. Ne?
glaube, ich sollte mal hier die Maus nehmen, sonst drücke ich hier noch ewig auf den Knopf. Ich glaube, das Brot ist doch ziemlich weit, da ist es doch. So, das ist Weizenbrot, Haferbrot und Roggenbrot. Ne? Wir haben ja von allen genug, 6-1, Taco Bell, Pine Valley Aldi und 7300 das Roggenbrot. Ich meine, es ist momentan kein steigender Preis, 6.000, ja, weiß ich nicht. Preiskuper ist doch, glaube ich, hier drüben, oder? Na gut, dann lagern wir hier mal Roggenbrot aus. Schauen wir mal hier hin, das müsste es sein, oder? Nee. Hafer. Ray, Roggen, in der Mitte. Hier ist es in der Mitte und hier steht es unten, okay. Kann man ja auch leicht durcheinander kommen. Aber wäre egal, wir erwischen ja überall dasselbe Menü von der Fabrik, ne? Das ist nicht ganz so schlimm. So, wir können auslagern 17 Paletten. Und das wären 17.000 Liter. Also kriegen wir hier definitiv schon mal nicht alles weg, ne? Da bräuchten wir eigentlich hier glatt noch Verstärkung. Da könnten wir das einmal leer machen, ne? Den hätte auch mal einer waschen können hier. Lebensmittel mit so dreckigem Auto. Da haben wir mit den Paletten gefahren, oder? Ja, passt. Müssen wir jetzt was auslagern können noch. So, hier nochmal 17 und dann brauchen wir nochmal 6. Lässt sich nichts auslagern. Hat wohl nichts aufgeladen. Ne, sind wir zu weit weg. Weiß nicht, ob wir die restlichen 20.000 dann drin lassen. Dass wir von jeder Sorte einmal... Jede Sorte einmal verkaufen, 20 Paletten. Ja, selbst da brauchen wir, weil er aber wieder zurück ist. Er wird den dann wieder finden. So, nochmal 6 Stück. So, und dann geht's hier zu Preiskuber. Ich glaube, dass das hier war. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir die Verkaufsstelle ansteuern, ob es lange dauert, bis wir da sind oder relativ schnell. Und zwar will er brauchen eine Minute 4. Also es muss, glaube ich, hier... Das ist aber... Das ist, glaube ich, da drüben das Gebäude, oder? Halt, wo sind wir? Hier sind wir. Kann man eben teilweise auch nicht lesen, ne? Oder bringt wieder einer Kohle. Also der Kohlefahrer fährt permanent, ne? Also das ist richtig, das haben wir, Strecke einfahren hat sich echt gelohnt. Momentan kriegt er auch noch Kohle oben, wahrscheinlich übers Förderband, irgendwann wird er dort stehen und keine kriegen, dann müssen wir dort nachbessern, ne? Genau, das hier hinten war Preiskuber, ne? Hier rechts müsst ihr abbiegen, oder? Genau, so sieht's aus. Also die Verkaufsstellen, die habe ich noch nicht alle so im Bewusstsein, wo da welche ist, ne? Aber zum Glück, wenn wir uns nicht vertan haben beim Kurs einfahren, dann haben wir da richtig getroffen, ne? So, laden wir mal hier auf den LKW ab. Das waren schon mal 59.000. Ja, wir kriegen es noch nicht mit Emma rein. Nochmal 59.000. Macht 118 plus 177. Also knapp 300.000. Ich meine, da könnte man natürlich bei der Entfernung natürlich auch die anderen 20 Paletten noch hierher fahren, oder?
Warum wendet er um die Verkaufsstelle? Kann er nicht anders rausfahren dort? Ich meine, wie viele Ingame-Tage wir jetzt hier Heartland betrieben haben für die 60.000, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, es war vor der Nacht noch voll. Also ich hatte gestern schon mal hergeguckt, da war irgendeine Sorte Brot war schon voll. Und ja, die anderen waren glaube ich bei 58.000 oder irgend sowas. Also man hätte da vielleicht schon was auslagern müssen, aber... Wir schaffen das eh nicht, die Produktion zu 100% zu betreiben. Das ist ganz einfach so. Ich meine, es ist auch nicht schlecht, wenn man hinkommt und man kann hier mal richtig was auslagern. Wir müssten dann vielleicht auch Mehl umlagern. Müssen wir gucken, was... noch an Rohstoff vorhanden ist. Wie gesagt, 7,2 Millionen brauchen wir für die Glasfabrik. Auch das machen wir wirklich erst, wenn wir angesät haben. Daher verkaufen wir hier noch ein bisschen was. Beziehungsweise müssten wir auch zwingend die Rubicon umsetzen. Aber wir beladen ihn hier nochmal. Na, wenn ich auf meine Aufnahmeuhr gucke, schaffen wir das heute gar nicht mehr, oder alles hier. Das ist. So, 88. Das müssten nochmal so knapp 60 werden, dass wir so knapp auf 150.000 kommen. Ne? Wenn wir vorhin knapp 300 hatten, müssen wir jetzt die Hälfte kriegen, ne? Aber damit sind wir schon bei 10.600.000, also mit den nächsten zwei Ladungen Brot werden wir auf alle Fälle 11 Millionen knacken. Aber das Geld wird dann noch schnell weg sein. Ich weiß gar nicht, wie es bei Frito-Lay aussieht. Auch Frito-Lay ist eine Produktion, die sehr langsam geht, aber das stört uns eigentlich auch nicht. Warum muss der Terrados immer noch entladen werden? Na gut, die werden noch nicht zurück sein, die Abfahrer, wenn der eine dort im Stau stand, ne? Das ist dann ganz einfach so. So, was nehmen wir als nächstes? Hier unten wird er doch produziert, 400 pro Stunde. Wir nehmen jetzt einfach hier das Weizenbrot, ne? 17, 9 ist 26, 35 und 40. Gut, 20 sind noch drin, muss passen, ne? Arion ist der Düngerstreuer, ne, der auch fertig ist. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo das Weizenbrot hin muss. Da ist fallender Preis. Vorhin war er noch nicht fallend, ne? Helinski, Taco Bell, müssen wir uns beeilen. Müssen wir natürlich, Helinski ist natürlich ganz oben wieder, ne? Ne, drüben. Helinski ist ja im... Ne, ist egal. Er findet hin. Helinski, Taco Bell, dort fahren wir hin. Er braucht 13 Minuten, es dauert eine Weile, er ankommt. So, dann gucken wir mal hier, was hier los ist. Hier fehlt einfach nur, da kommt der Abfahrer, das passt. Und hierhin Abfahrer entlassen. Ja, 3.400, weiß ich nicht, ob das dann noch reicht. Für den 59 oder wir machen gleich eins, weil wir müssen auch ein bisschen vorankommen hier mit Spritzen. Ne? Aber 59 und 58 ist
wirklich nicht groß. Das muss reichen. Also, wir hatten ja gerade mal. Das reicht auch. Das werden wir hier mal schnell generieren. So, Alterkurs ist raus. Treffen wir das überhaupt jetzt hier, das kleine Feld, ne? Verhältnismäßig kleines Feld, ne? So, erster Wegpunkt, da kann er ja anfangen. So, wir werden noch einen Düngerstreuer nehmen. Und den werden wir dann hier praktisch entlassen. Kurs raus und hier stellen wir 63 ein. Der wird natürlich erstmal Treasure und dann 63. Der wird natürlich erstmal zum Hof fahren, sich beladen und dann dorthin kommen, obwohl die 5700, die könnten reichen, aber wenn wir den hier mit Auto 3 fahren lassen, fährt er definitiv den Umweg. Aber viel Umweg können wir heute auch nicht mehr machen. Denn hier die Mittwochsfolge ist auch schon wieder um. So, den stellen wir noch ein, dann ist heute Feierabend, dann geht's morgen weiter, ne? So, er müsste einen Weg finden, so sieht's aus. So, wie weit sind unsere Sämaschinen gekommen? Mal kurz gucken hier. Das sieht schon mal gut aus. Ja, hier drüben Sonnenblumen, das sieht auch gut aus. Hier oben auf der 18 wird Weizen, Gerste gemacht. Und der mit dem Roggen müsste eigentlich hier letzte Bahn haben, der müsste fertig sein, ne? Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Mal schauen, wie weit wir da sind mit Ansehen. Sicherlich werde ich noch ein bisschen weitermachen vor der nächsten Aufnahme. Und ja, da gucken wir mal. Vielleicht können wir dann schon Geld ausgeben. Mal gucken. Also bis dahin und tschüss.